Also wir sind der Studentenfernsehfunk an der TU Ilmenau. Wir sind ein Ressort von der Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien e.V. und mit denen zusammen in einem Kooperationsprojekt mit der TU an sich, also mit dem Institut für Medientechnologie. EISTA wurde als Projekt von Herrn Professor Schade erfunden, sage ich mal, oder ins Leben gerufen. Es wurde dann, nachdem wir einen Hauptverein gefunden hatten, Schirmherrschaft, wie auch immer, integrieren. Wir konnten uns in diesen Verein integrieren und sind jetzt so weit, dass wir eigentlich der fast einzige Studentenfernsehfunk in Deutschland sind, der so eigenständig arbeitet. Ziele sind natürlich für jeden Studentenfernsehsender aktuelle Sendungen und Beiträge zu erstellen, die auf dem Campus gesendet werden. Es sind ungefähr mal so 5 bis 8 pro Semester. Wir senden aus dem Medienlabor 2 und aus dem Medienlabor 1. Das ist ein richtiges Fernsehstudio. Ja, inhaltliche Sachen sind vollkommen frei. Es geht nicht unbedingt um Inhalte. Natürlich sind Diskussionen über wichtige Unithemen wichtig, aber viel ist auch wichtig, dass wir mit Technik arbeiten, dass wir lernen, wie sieht es hinter der Kamera aus, wo laufen die Kabel lang oder sowas. Der redaktionelle Teil ist natürlich auch wichtig, dass wenn es dann doch mal zu einem Großprojekt kommt, wo man viel koordinieren muss, dass auch genug Informationen vorher gesammelt werden, wer was macht. Aufgaben sind vollkommen flexibel. Also es gibt immer Studenten, die lieber vor der Kamera stehen, die lieber hinter der Kamera stehen. Bei den meisten, die vor der Kamera stehen, ist es so, dass die auch den redaktionellen Teil der Arbeit bei EISTA übernehmen. Also die ganze Planung einer Sendung, die ganze Aufbau und der andere Teil ist natürlich auf jeden Fall der Technikteil. Also wir haben viele Pros, die sich sehr gut auskennen. Vor allem auch sind wir darauf bedacht, immer die neuen Studenten, die zu uns kommen. Wir haben im Wintersemester immer Einführungswochenenden, die neuen Studenten, die wir da begeistern können für EISTA, die natürlich in der Technik fit zu machen, dass die eigenständig arbeiten können und das dann irgendwann selber weitergeben können. Also was auch wichtig ist zu sagen, was die Studenten bei uns lernen können, ist einfach die Praxiserfahrung umzusetzen, das, was ihnen vom Professor gepredigt wird in der Vorlesung, dass sie das einfach im Studio selbst am eigenen Leib erfahren können. Wir haben ein riesengroßes Medienlabor, das Medienlabor 2. Da ist ein konventionelles Studio drin mit einer Operafolie, die von hinten hübsch beleuchtet werden kann. Auch ganz viele Deckenleuchten gibt es. Und wir haben vor allem ein virtuelles Studio. Das ist teilweise besser als was lokale Fernsehsender hier so haben oder dass sie überhaupt ein virtuelles Studio haben. Kurz gesagt, Studenten können jederzeit hochgehen. Wir haben guten Kontakt zu den Mitarbeitern, die da arbeiten. Man kann immer hingehen, man kann Fragen stellen, man kann sich was erklären lassen, man kann eigenständig da oben arbeiten, ohne dass unbedingt jemand über die Schulter schauen muss und sagt, du darfst das nicht. Bei uns ist quasi alles möglich. Wir haben einen weiten Rahmen, in dem wir arbeiten können. Und ich glaube, das ist das, was EISTA auch eigenständig einzigartig macht. Wir sind ein Studentenfernsehsender von Studenten für Studenten einfach.